Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream und ich heiße es jetzt kommen in War Thunder. Ihr kennt es, heute ist Freitag, heute werden zwei Kisten geöffnet und wie ihr seht, habe ich von der neuen Kiste schon den Schlüssel, einschließlich halt die Kiste, auch wenn sie jetzt für mich eher aussieht wie, ja, irgendwie die X. Also die sieht irgendwie aus wie diese X-Kiste, seht ihr das? Sind sie so ein bisschen ähnlich, gut, die Farbgebung ist noch ein bisschen anders da. Ja, also werde ich jetzt einen X-Fighter auf jeden Fall dann öffnen und die Viking, wo auch immer ich sie gepachtet habe. Ach da, also wir machen erstmal die Wikinger-Karte Kiste auf und dann geht's los. Werde heute auch noch gleich euch ein neues Schiff vorstellen bei den Italienern. Aber jetzt erstmal hier Kiste. So, nicht gut. Komm, ja. Stopp, 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 stopp. Nein, ach, ach, du Arsch, ach, du mieses, du, ach, fuck, ey, das glaube ich jetzt nicht. Oh, Leute, du verdammtes Mistding! Du warst hier! Du hättest ganz normal rüber! Nee, zack, bumm! Gucken wir uns mal an, was wir da gezogen haben. Oh, könnte ich Plack kriegen. Panzerwagen 3, Ausführung E, okay. Oh, Mann, ich ärgere mich gerade. Das ist noch nicht fertig mit dem Laden. Sieht bis jetzt, naja, nicht der Spock. Ja, okay, sehr historisch. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Könnt ihr mal in die Kommis schreiben, wenn ihr bockig seid? Ich weiß nicht. Ja, für mich ist das jetzt nichts. Auch wenn es sehr historisch aussieht, aber bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Ja, gut. Mal gucken, was die neue Kiste jetzt zu präsentieren hat. Trommelwirbel. Und los geht's. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Kein Plan. Ich habe es mir nicht mal ansatzweise durchgeguckt. Das sieht gut aus. Nein, ist nicht gut. Geh weiter, geh weiter, geh weiter. Weiter, weiter, weiter. Weiter, 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 weiter. Komm schon, geh weiter vorbei. Ja! Das sieht doch mal nice aus. Das ist eine MiG. MiG 21. So, da wollen wir mal gucken, was die MiG 21 dafür was Schönes hat. Schauen wir mal, was du bist. Wow. Wow, das sieht geil aus. Das sieht ja nice aus. Das nenne ich mal ein geiles Skin. Also jetzt mal ehrlich, den behalte ich. Den behalte ich auf jeden. Der sieht nice aus. Gut, das Flugzeug selbst habe ich noch nicht freigeschaltet, glaube ich. Oder habe ich schon? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber der Skin sieht ja mal richtig Bombe aus. Das macht ja richtig. Also, das wird Spaß machen. Irgendwann den Jet dann haben. Ja, ich muss noch erforschen. Das dauert noch. Aber das sieht richtig Bombe aus. Jo, den behalte ich. Und ach, scheiß drauf, Leute. Alle guten Dinge sind rein, ne? Ich bin jetzt so neugierig. Ich kann mir es nicht verkneifen. Ich mach noch den auf. Das ist eine Ausnahmsweise diesmal. Ich bin diesmal zu neugierig. Also. Was soll's? Und dann gibt's die neuen Dinger zum Vorstellen. Ja, nö, weiß nicht. Ah, nicht den Tarskin, den habe ich schon. Oh, der sieht ganz nice aus. Es wird die Frunze werden oder kriege ich doch noch blau? Es wird die Frunze. Ja, den Frunze-Skin habe ich ja schon. Ich glaube, den habe ich euch schon mal gezeigt. Könnt ihr uns aber gerne noch mal angucken. Ja. Ja, ist jetzt nicht gerade so spektakulär. Das Schiff selbst ist natürlich nice, aber der Skin ist jetzt nicht gerade so, haut jetzt einen nicht so um. Ja, den verkaufe ich auf jeden Fall. Ich habe ihn ja auch schon drauf, also den brauche ich jetzt nicht. Wenn ich könnte, würde ich ihn verschenken an euch, aber das lässt sich hier leider nicht bewerkstelligen. Wir haben kein Verschenkesystem in dem Sinn. Daher ist halt schade drum. Gut, dann stelle ich euch mal die Stefano Tour vor. Wie ihr seht, auch wieder ein Torpedoschiff, aber mit deutlich besserer Bewaffnung und vor allem die wichtigen Kanonen sind nicht hinten stationiert, sondern eher nach vorne gerichtet. Und wir haben ein bisschen mehr Torpedos zum Arbeiten. Das ist schon deutlich mehr als sonst.
Ja, sieht ganz nice aus. Gehen wir mal die Daten durch. Wir haben hier viermal von den Torpedos, wie ihr seht. Reichweite gucken wir gleich nach. Und wir haben 3x 13,2 Millimeter Maschinengewehr von der Breda und eine 6,5 nochmal mit dabei. Also wir sind hier gut aufgestellt. Gerade die 13 mm Dinger, die sind schon nicht ohne. Wo die andere vierte ist. Ach, hier hinten, okay. Ich schätze, die wird selbstständig schießen. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Ansonsten haben wir leider keine extra Verbauung hier an Schutz, wie ihr seht. Wir haben hier höchstens. Okay, es ist Stahl. Ne? Es ist Stahl. Mal dazu. Stahl ist ne sehr hart. 8 mm Stahl, 4 mm auf dem Deckaufbau. Sieht auch ganz nice aus, wie das hier so geregelt ist. Also man hat so ein bisschen noch extra Schutz mit dabei, kann man sagen. Ne? Aber ansonsten, ja, ist das dann halt. Ja, es geht. Es geht. 61 km/h, nur 16 Mann Besatzung. Das ist grottig. Das ist schlecht. Gucken wir mal. Wie weit können die Torps? 4 Kilometer. Ist jetzt auch nicht die Welt. Aber 4 Kilometer sind wenigstens 4 Kilometer, ne? Das ist wenigstens was. Wie sieht es eigentlich mit dem Munigurt kurz hier aus? Panzerbrechend, panzerbrechend, alles panzerbrechend. Okay, also nichts zusätzlich. Aber gut. Dafür dient das Ding. Und was ich jetzt mitnehmen werde, ja, ist die Sparivero. Spaviero, so wie es ausgesprochen. Ja, das ist das Premium-Schiff. Falls noch keiner so richtig mitgekriegt hat. Das waren 20 Euro. Es geht eigentlich. Ist ziemlich hochmodern eigentlich. Wir haben hier eine 76 mm Autokanone. Das ist eine richtig schnelle schießende Kanone. Also ich kann jetzt die Kadenz euch nicht sagen, aber es ist schon heftig. Natürlich haben wir nicht viel Panzerung, ne? 8 mm Stahl, 3 mm hier auf dem Deck halt drauf. 10 Mann Besatzung, also schnell kaputt. 124 km/h ist jetzt auch nicht die Welt. Keine Zusatzpanzerung, ne? Hier Innenaufbau sieht schon ganz nice aus. Aber halt die Munition, die wir verschießen, die ist halt krank. Entweder die normale HE hier oder wir setzen hier auf die SAP. Das werde ich auch tun. Die ist nämlich durchschlagswertmäßig schon besser, viel, viel besser. Wir können natürlich auch die hier nehmen. Mit variablen Zeitzünder und selbst, also selbstzerstörend, aber das können wir eher gegen Flugzeuge verwenden. Ne? Gut, dann wollen wir mal starten. Auf in die Schlacht, Leute. Ja. Gucken wir mal, wie es wird. Wir sind jetzt auf dem Rating von 3,7. Hier kommen auch ein paar Zerstörer schon vor. Also daher kommt das Torpedoschiff richtig gut zum Einsatz. Den hier werde ich jetzt auf jeden Fall noch nicht fahren. Okay. Das muss ich noch schnell einstellen. Was ist denn da passiert? Weiß der Teufel. So, jetzt kommst du zum Einsatz, mein Freund. Mal gucken, wo ich gespawnt werde. Ich lasse es jetzt den Zufall machen. Einfach mal den Zufall überlassen. Und wir sind. Okay, es geht nach C. So. Ich habe gar nichts gedrückt. Oh, cool. Ja. Oh. Und nicht wenig Munition, wenn ich das so richtig sehe. Also wenn, falls das. Ach nee, das ist nur gesamt gezählt. Okay. Okay, den da hinten kann ich leider doch nicht. Den kann ich steuern, aber der schießt nicht selbstständig. Finde ich schade. Da hinten ist schon der erste. Ja, der schippert da weg. Sie angreifen, ja, ich weiß. Das wäre jetzt nicht einfach mit dem. What? What? What war das? Vor allem aus welcher Entfernung? Das muss ich jetzt nachgucken. Das muss ich jetzt nachgucken. So, Flottentorpedoboot. Wie heißt der Typ? Grom, irgendwas. Irgendwas mit Grom. Irgendwas. Der ist mit Zerstörer gespawnt. Der müsste hier sein. Und ich war da. Ja, Leute. Das war jetzt sehr kurios. Ich
glaube, ich werde eine zweite Runde schippern müssen, um euch zu zeigen, wie das Ding abgeht, was ich da eigentlich... Holy crap. Das habe ich noch nie gesehen. Also, zumindest war jetzt etwas beängstigend. Oh je, das ist Schutz überhitzt. Autsch. Okay, das ist nicht wie mit unserer PG-02. Das ist eher ungewöhnlich. Schade. Also das war jetzt wirklich eine kuriose Geschichte. Ich spawn mal hier, damit ich Richtung B fahren kann. C ist mir jetzt erstmal egal. Holy shit, Leute. Also, entweder ist der Typ unglaublich begabt, oder, sagt was ihr wollt, oder er hat was am Laufen. Ich weiß, wir haben Easy Anti-Cheat am Laufen. Und prinzipiell gesehen kann dann keiner mehr cheaten. Das Programm filtert denjenigen sofort raus, bevor er überhaupt einen Schuss abgeben kann. Aber ehrlich, das war jetzt sehr überraschend für mich. Das ist jetzt... Ja. Kaum bist du aus deinem Hafengebiet, kann man sagen, raus, bist du schon tot. Da ist er wieder. So, mein Freund. Ich lasse dich jetzt nicht so einfach entkommen. Viel Spaß mit meinen Torps. Also, das hat mich jetzt irritiert. Mann, dass die Kanone immer brauchen, sich darauf einzustellen. Keine einzige Chance. Ich kann euch nicht sagen, was da... Ihr kommt dann gleich raus in die nächste rein. Das ist jetzt mal... Also es ist genauso kurios wie gestern. Ich kann es euch nicht sagen. Entweder hat man mich sofort auf den Kieker oder ich weiß es nicht. Das war... Ja, das waren jetzt gerade mal knappe 5 Minuten Schlacht. Mehr war das nicht. Also nochmal rein. Das war jetzt scheiße. Aber da kann ich nichts zu ihr. Hä? What the fuck war that? Oh, mal so ein Modus wieder. Das begrüße ich. Ja, dann gehe ich hier und fahre hier hinten rum. Tabula Rasa, den kenne ich doch irgendwoher. Hoffentlich ist hier nicht irgendwo so ein Spezialist dabei, der aus weiter Entfernung sofort One-Shot macht. Also, ehrlich, das war... Ja. Ich kann mir einfach nicht denken, dass der One-Shot... Nee. Nee. Kann ich mir einfach nicht denken. Das war einfach nur... Komme ich gerade nicht drauf klar, Leute. Komme ich gerade nicht drauf klar. Ich kann es euch nicht sagen, was da schief gegangen ist. Aber kaum bist du gespawnt, warst auch schon tot. Und, naja. So, also 4 Kilometer Reichweite haben die Torps. Ein bisschen grottig. Da lobe ich mir wirklich die Japaner. Die haben wirklich sehr geile Torpedos. Weil sobald ich auf 4 Kilometer an dem dran bin, bin ich tot. Ah, das wäre schon eher lukrativer. Sehen, ob die Reichweite der Maschinengewehre ausreicht. Das ist also eine Frage. Ja, ich erwische ihn. Oh oh. Ich glaube, ich weiß, welches Schiff das ist. Jupp. Das ist das moderne Ding. Und wieder sind wir bei diesem Scheidepunkt angekommen, wo ich sagen muss, warum schippern die hochmodernen Schiffe mit den nicht modernen? Wieso zum Teufel hat Gaijin da sein Hirn ausgeschaltet?
Ich kann nicht mehr lenken. Ich habe keinen Captain mehr. Tja. Gibt's hier keinen Ersatz? Keiner meldet sich freiwillig für den Captain oder was, ne? Los, ihr feigen Hunde. Funker, mach du mal deinen Job. Nein, der Funker macht's auch nicht. Der Funker hat keinen Bock, seinen Job zu machen. Das ist ein bisschen doof. Ich sehe, wir haben einen üblen Packet Lost hier drin laufen. Warum auch immer. Aber, ja gut. Schätzungsweise bei mir hier in der Ecke regnet es gerade. Also, real-life-mäßig. Deshalb gehe ich davon aus, dass das Internet gerade mal hier die Grätsche macht. Aber ich kann den wirklich nicht lenken. Jetzt, wo der Gegner auf 4 Kilometer ran ist. Tja. Vielleicht kann ich trotzdem mit den Maschinengewehren was erreichen. Ja, ein bisschen getroffen habe ich. Wird jetzt nicht allzu viel. Wundern sich bestimmt, warum fährt der im Kreis herum? Das ist ja nicht gewollt. Ja, Leute. Da lässt sich jetzt nichts mehr dran deichseln. Da, das hochmoderne Schiff in Zweiter Weltkriegsschlachten hat hier nichts zu suchen. Aber das gilt auch für das hier. Das ist auch ein modernes Ding. Und da stellt man sich halt die Frage, warum ist das hier drin? Zumindest in diesen hochmodernen Schlachten. Ehrlich, ich kann es euch nicht sagen. Nicht hochmodernen Schlachten. Hochmodernes Schiff in diesen Zweiter Weltkriegsschlacht, die wir hier eigentlich haben. Ich kann es euch nicht sagen, woran es liegt. Kein Plan. Da haben sie mit dem Rating da irgendwie scheiße gebaut, sagen wir es wie es ist. Ja, da wollten sie, keine Ahnung, es ein bisschen anfangs schwer machen. Ich hätte so gemacht, wie es ist. Die Pötte, die aus einem gewissen Zeitraum sind, also nicht nur Torpedoschiffe, sondern auch hier Zerstörer, einfach in ein System mit rein. Und die zweite Welt, hochmodernen Schiffe, halt da reingeschoben, wo sie auch hingehören, wie Rang 5, Rang 6, ne? Oh, oh. Ganz dicht vorbei, ganz dicht vorbei. Oh, man hat übrigens mit dem Ding hier Schwierigkeiten im Denken. Ob das so beabsichtigt ist, weiß ich nicht. Oh, der da hinten liegt. Oh, den kann ich nicht analysieren. Also, da lobe ich mir meine PG. Das ist deutlich angenehmer zum Schippern. Nein. Oh, fuck, Alter. Das Ding lässt sich auch gar nicht steuern. Keine Chance. Das Ding könnt ihr nicht steuern, richtig. Ne, das war es auch nicht. Null. Ach, hat er das jetzt wieder auf Null gesetzt? Keine Chance, ich habe hier keine Chance. Ich hänge so richtig beschissen hier fest. Also das Ding lässt sich wirklich sehr, sehr schwer, sehr grottig lenken. Danke, das war es mir. Einfach gemacht. Also heute kriege ich nur aufs Maul. Ich weiß nicht, heute ist nicht mein Tag, Leute. Nehmen wir es, wie es ist. Heute ist nicht mein Tag. Sauerei. Oh, guck mal, 5 Kilometer ran. Oh ne, der kommt erst. Kommt der da durch raus? Oder wie sehe ich das jetzt? Moment. Ja, der kommt da hin zum Vorschein dann. Ah, wer weiß, vielleicht 5 Kilometer. Ah, Pi mal Daumen, vielleicht. Vielleicht kriege ich dann noch meinen Abschuss. Also momentan kriege ich wirklich, ich habe gar nichts gemacht. Keinen Schaden hervorgerufen, kaum was erreicht. Sagen wir, wie es ist. Heute ist wirklich ein beschissener Tag für euren DJ Dream hier. Heute ist wirklich ein Scheißtag. Vielleicht
Vielleicht hätte ich doch nicht dieses Barbero mitnehmen sollen. Ich glaube, es war ein Fehler, sie mitzunehmen. Oh. Schau mal einer an. Was ist denn das? Was bist denn du? Oh, der MCPR. Nein, natürlich nicht auf meiner Fischlinie. Alter, was bist du? Ach, die Albatros. Ich kann höchstens noch hoffen, dass die Torps reinhauen. Nee, die sind am Arsch der Walachei, die Dinger. Tja, Leute, heute war's kacke. Heute war voll die Niederlage, Fressbrett hoch 3. Mir ist, ja, keine Ahnung. Heute ist richtig beschissen. Tja, so ist das halt. Die Stefano-Tour kam jetzt nicht so richtig zum Einsatz. Vielleicht war das schon der Fehler, dass ich das Ding hier mitgenommen habe. Keine Ahnung. Es lässt sich halt, das Ding hier lässt sich schwieriger lenken als das andere Modell bei den Japanern. Also, ja. Finde ich ja scheiße. Ja, tut mir leid. Tut mir leid, Leute. Ist halt scheiß gelaufen. Aber, wie gesagt, kann ich nichts zu. Gut, dann trotzdem, wenn es euch gefallen hat. Und, ja, obwohl, wie kann es einem gefallen, wenn man aufs... Ja gut, ich habe also Fressband gekriegt, aber gut. Also wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, Kommi, Abo. Und ansonsten wünsche ich euch noch viel, viel Spaß bei den War Thunder zocken. Schönes Wochenende, bleibt gesund und bis Montag, ne? Bis dann, Leute. Ciao.